Shalom zusammen. Das Gilgamesch-Epos, das aus 11 Tafeln besteht, wird als das älteste bekannte literarische Epos der Weltgeschichte bezeichnet. Die 11. Tafel beschreibt unter anderem die biblische Sintflut, nur eben als babylonische Auslegung dieser Flutgeschichte. Doch es gibt auch Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel einen Helden, der diese Sintflut überlebt hat, der in diesem Epos Utanapisi heißt und sehr stark an Noah erinnert, über den wir Folgendes auf Tafel 11 lesen. Alle Lebewesen, die ich hatte, lud ich darauf, ich ließ alle meine Verwandten in das Boot steigen, alle Tiere und Tiere des Feldes, die Götter erschraken vor der Sintflut. Doch wer war Gilgamesch eigentlich? Nun, zum einen wird Gilgamesch als König von Uruk bezeichnet, was mit dem biblischen Ort Erek identisch ist. Im Buch Gilgamesch-Epos und alttestamentliche Parallelen aus dem Jahr 1963 wird ebenfalls berichtet, dass Gilgamesch aus Uruk stammt, Städte baute und ein mächtiger Jäger gewesen ist, was uns doch sehr stark an Nimrod erinnert. So heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Abvers 8. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erek bzw. Uruk. Deswegen wird berichtet, dass aufgrund der Parallelen zwischen Gilgamesch und Nimrod viele Gelehrte zustimmen, dass Gilgamesch nur ein anderer Name für Nimrod ist. Auf der ersten Tafel des Gilgamesch-Epos heißt es: Wer kann sich mit ihm an Königlichkeit messen? Wer kann wie Gilgamesch sagen, ich bin ein König? Nun, Hochmut kommt, wie wir wissen, vor dem Fall, doch auch diese Aussagen erinnern uns an Nimrods Turmbau zu Babel und den darauffolgenden Fall, denn im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 14 heißt es außerdem: Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Doch wir wissen ja, dass Gott diesem Bauprojekt in Babylon einen Strich durch die Rechnung machte, indem Gott die Sprachen der Menschen verwirrte und die Menschen in alle Himmelsrichtungen zerstreut hat. Der Name Nimrod kommt aus dem hebräischen Wort Marat, was Rebell bedeutet, so wie Nimrod bzw. Gilgamesch in der Tat gegen Gott rebellierte und sogar Gott jagen wollte. So wird auf der dritten Tafel des Gilgamesch-Epos Folgendes berichtet. Wenn ich falle, sagt Gilgamesch, werde ich mir einen Namen geben. Gilgamesch ist gefallen, werden sie sagen, im Kampf mit dem schrecklichen Huwawa. Auch wenn ich gewinne, werden sie sagen, Gilgamesch, der mächtige Bezwinger von Huwawa. Huwawa ist niemand anderes als Yahweh, der Gott der Bibel, der in der Tat für die Sintflut verantwortlich war, weswegen Gilgamesch bzw. Nimrod nicht viel von diesem Gott gehalten hat. So wird außerdem berichtet, Huwawa, der laut Gilgamesch-Epos die Sintflut auf die Erde sandte, Huwawa eine alte heidnische Bezeichnung von Yahweh, dem Gott der Bibel. Yahweh hat einen ähnlichen Klang wie Huwawa. Gilgamesch, der übrigens ein Riese gewesen sein soll, also ein Nephilim, war also genauso ein Feind des wahren Gottes, wie es Nimrod gewesen ist, weil Nimrod, wie gesagt, Gilgamesch gewesen sein könnte, was unter anderem deswegen so interessant ist, da einige Archäologen davon ausgehen, das Grab von Gilgamesch, also von Nimrod, gefunden zu haben. So wurde bereits am 29. April 2003 berichtet, Gilgamesch-Grab gefunden. Archäologen im Irak glauben, dass sie möglicherweise das verlorene Grab von König Gilgamesch gefunden haben. Die erstaunliche Entdeckung der antiken Stadt unter der irakischen Wüste wurde durch die moderne Technologie ermöglicht. Das Überraschendste war, dass wir Strukturen gefunden haben, die bereits von Gilgamesch beschrieben wurden. Dies bedeutet also, dass man eventuell das Grab von Nimrod gefunden hat, weil wie gesagt sehr vieles dafür spricht, dass Nimrod Gilgamesch ist. Doch all diese Bauleute bauen an einem Projekt oder haben an einem Projekt gebaut, das niemals dauerhaft erfolgreich war und sein wird, weil Gott das letzte Wort hat, auch in Babylon. Im 1. Petrusbrief heißt es in Kapitel 2, Abvers 7, Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, nämlich Jesus, für die aber, die sich weigern zu glauben gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben,
nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Viele mächtige Menschen haben sich in der Geschichte der Menschheit nichts mehr gewünscht, als ewig zu leben, damit sie ihre Macht länger behalten können als nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Doch ewiges Leben bekommen wir nur durch den Glauben an den wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Wer nämlich bei der ersten Auferstehung dabei ist, der wird für 1000 Jahre auf dieser Erde herrschen, zusammen mit dem König der Könige. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König aller Könige, der Herr der Herren, der Richter der Welt und der Retter der Welt, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.